Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen beim Werkstattsimulator 2015. So, wir hatten hier, was müsste man hier noch machen? Steigen wir gleich mal voll ein, damit wir schnell weiterkommen. Gummitülle und hinterer Querlenker. Ich denke mal, das wird beides, die Gummitülle wahrscheinlich dann auch hinten sein. Ne? Gut, schauen wir mal rein. So, Prüfungsmodus. Okay. Also andere Seite. Und da ist dann auch die Gummitülle dazu. Gut, dann wollen wir mal zerlegen. Das war eine ganz normale Gummitülle, ne? Und wie komme ich denn da am besten? Achso, hier muss noch die Tülle raus. Jetzt noch der. Hintere Querlenker, stimmt's? Ja. Ich wollte gerade sagen, wir verkaufen mal alles, aber ich habe hier noch die Felge und bla. Das lassen wir nochmal. Also, wir brauchen eine Gummitülle. Ganz normale. Und hinter. Der hieß doch nur hinterer Querlenker, oder? Hinterer Querlenker, genau, ganz normal. So steht denn dabei oben? Ich guck da mal. Der Querlenker. Ah ja, okay. 120 Euro. Dann haben wir den Kram wieder rein. Bevor wir es dann verkaufen, gucke ich nochmal, ob ich noch was reparieren kann, eventuell. Ne, das war die Seite, ne? Moment, ich muss ein bisschen richtig hindrehen. Also. Nee. Nein, das ist der falsche. Hallo? Habe ich jetzt den falschen gekauft oder was? Ich habe einen hinteren Querlenker oben. Mist. So wäre man nie reich. So, also nochmal. Der wäre es gewesen, was. Mist. Nochmal 175 Euro. Naja, ich denke mal, den werden wir später nochmal gebrauchen können, aber ärgerlich ist es trotzdem, ne? So, rein mit dem Ding. Meine Überlegung ist halt, ob man nicht dann doch. Da kommt die rein. Diese kaputten Teile erstmal aufhebt. Wenn man dann später mehr geskillt hat, die dann repariert, könnte man natürlich einiges an Geld sparen. Aber man kann ja nicht die. Das Problem ist, man kann ja nicht die irgendwie verstauen. Oder wenn das gehen würde, irgendwie ein Spind oder so, dass man sich da alte Teile hortet, das wäre cool. Wenn es das gäbe, weiß ich es gar nicht. So, hier muss ich nochmal. Was war jetzt denn hier noch, was hier noch fehlt? Ach genau, deswegen hat man das letzte Mal auch aufgehört, ne? Weil wir irgendwie nicht weitergekommen sind. Warte, machen wir es mal anders. Das hier mal wieder aus.
Das war diese Zugstange und das hatten wir aber eingebaut, ne? Ist denn hier die Gummitülle drin? Ja. Ist hier noch irgendwas? Die hatten wir schon getauscht, habe ich schon gesagt. Hm. Ich lass den mal runter, nicht, dass es irgendwie ein Bug ist oder so. Ich könnte den Auftrag schon abschließen, da ich alles erledigt habe, aber das Rad ist ja nicht dran. Ich glaube, was das ist, ein Bug. Was habe ich denn hier noch an Teilen? Was ist denn das hier? Hintere Radnabenabdeckung. Okay. Hintere Querlenker. Ich sehe nichts. Hintere Radnabenabdeckung. Also müsste doch hier irgendwie sein. Oder hier unten. Aber er zeigt mir ja auch nichts an. Also, wenn ich im Zusammenbaumodus bin, dann zeigt er mir ja eigentlich auch die Teile an, die fehlen. Ne? Na, wer schreit jetzt schon den Monitor an? Hintere Radnabe. Und da ist. Sind doch und. Soll ich die nochmal rausnehmen vielleicht? Aber das muss doch dann hier auch irgendwo. Das kann ja nur direkt da sein. Komisch. Also ich sehe leider. Das ist ja eigentlich nur so eine, wie so eine. Ich würde sagen, die kommt hier vorne. Ah. Okay. War komisch, dass ich hätte den Auftrag abschließen können, ne? Nur vielleicht hätte er noch gemeckert. Kann auch sein. Ich habe es ja nicht probiert, aber. Auf jeden Fall müsste er jetzt fertig sein. Das war ganz schön umfangreich. Bekommen aber auch. Ja gut, 330 Euro. Machen wir Gewinn. 774 XP, YouTube. Es fehlt nicht mehr viel für unseren ersten Punkt. Und da müssen wir natürlich noch sehen, wie wir den sinnvoll einsetzen, ne? Nee, ich wollte zum Telefon. So. So einen Kleinwagen hatten wir ja gerade erst. Mutter arbeitet unruhig. Nehmen wir den mal. Royal Bianco. Und den würde ich gerne heute noch fertig kriegen. Wir schmeißen den gleich mal rüber. Ich gucke mal, was mit meinen Teilen hier los ist, ob ich hier irgendwas. Ja, komm. Oh. Ich hab's repariert. Aber. Mist. Kann ich das nochmal? Nee, es ist Schrott. Egal, dann verkaufen wir erstmal den ganzen Kram. Willst du wirklich alles verkaufen? Nee, der hat ja schon 120 gekostet hier. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Also den behalten wir, den Querlenker, ne? So, dann gucken wir, was mit dem los ist. Die Zündspule muss neu, okay.
Die ist defekt. Das ist ja recht einfach. Aber es ist natürlich dann auch wieder eine andere Geschichte, wenn du den Fehler selber suchen musst. Ne? Noch ist es ja vorgegeben. Ist ja noch hier Anfängermodus. Aber das wird sich ja bald ändern. Und dann wird es wirklich spannend, wenn wir auch Diagnosefahrt haben und so. Ne? 60 Euro. Okay. So, dann wieder rein damit. Zack. Repariert. Na, immerhin 60 Euro verdient. Die alte verkaufen wir gleich. 11 Euro. Ich glaube, einen können wir noch. Fahrwerk, Lenkung. Ja, guck mal, nochmal eine Lenkung. So, dann machen die auch gleich auf die Bühne. Die äußere Zugstange. Das ist doch, Lass mal hier von unten ran. Das war doch hier vorne an der Lenkung, ne? Prüfungsmodus. Andere Seite. Ah, ich sehe sie schon. Äußere Zugstange, genau. Gut, nehmen wir die mal raus. So, können wir die eventuell reparieren? Nein. Und wir suchen die Zugstange. Und zwar die äußere. 21 Euro, sehr schön. Okay. Zombo-Modus. Hier sieht man es auch nicht ganz gut jetzt. Ne? Das war vorne echt ein bisschen versteckt. Bisschen ärgerlich, dass uns da so viel Zeit bei Flöten gegangen ist, aber naja. Gut, dann wieder runterholen und Auftrag abschließen. Alles nur so kleine Sachen, ne? Jetzt haben wir nur 81 EP. Ich werde gleich mal zwei Autos nehmen. Wechsel das Motoröl. Okay. Nee, pass auf, ich mache jetzt kein weiteres Auto mit rein. Wir machen jetzt noch den Ölwechsel, dann haben wir die Halle nachher leer und können dann quasi beruhigt in den Feierabend gehen. Ich fahre den mal hoch und hol mal meinen Ölwagen oder Ölablasswagen. Wenn auch immer ich wahrscheinlich falsch ziele. Aber der Wille zählt, ne? Passt. Gut. Normalerweise hätte ich auch gesagt, ich würde jetzt auch den Ölfilter wechseln, hätte ich den Kunden empfohlen, aber da zahlt er bestimmt nicht, oder? So, dann lassen wir nochmal Öl drauf. Guck doch mal den Auftrag. Ah, guck mal. Doch den Ölfilter. Komme ich denn da von oben dran? Er sitzt da. Nee.
Okay. Ich hab's ja vorher gewusst. Ich hätte mal vorher reingucken sollen, dann hätten wir das Ding auch gleich mitgemacht. So, brauchen wir einmal noch einen Ölfilter. Und dann haben wir vielleicht schon die 1000 voll. Dass wir einen Punkt bekommen. Das war jetzt ein schwarzer, ne? Für 9 Euro. Ne, nie im Leben war das ein... Hallo? Das war doch kein V8. Ach, Mann, ey. Jetzt war ein blauer. Sogar teurer als für den V8. Okay. Naja, wird ja nicht schlecht. Gut, dann noch Öl rein. Und dann haben wir es. Natürlich noch Öl kontrollieren. Perfekt. So, wir schauen aber nochmal. Na, ich würde noch ein bisschen drauf machen. Super. Und fertig. Und 1093 XP, aber wir lösen die jetzt nicht mehr an. Ich gucke mir das mal nochmal an. Ich hätte ja gerne das Tablet. Schnelle Schrauben lösen, okay. Ja, mit Reparaturstufen würde ich jetzt noch nicht anfangen. Schnelle manuelle Überprüfung ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Ich glaube, die Sachen sind nicht erklärt, wenn man da drauf drückt. Von daher. Mein Tablet müsste man nicht mehr immer. Ich weiß es nicht. Könnt gerne eure Meinung dazu kundtun und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen, YouTube. Macht's gut!